Es ist spät am Nachmittag. Die Sonne senkt sich über eine verwüstete Welt. Am Ende der Straße steht ein riesiges Dosimeter. Das Gerät, das die Radioaktivität misst, gehört von jetzt an zur Landschaft und beherrscht alles. Massig und teilnahmslos. Um die Strahlenbelastung zu senken, muss auch jeder bei sich zu Hause etwas tun. Zum Beispiel können Sie mit Wasser gefüllte Plastikflaschen auf das Fensterbrett stellen. Gut geeignet sind die viereckigen 2-Liter-Flaschen. Wenn möglich, lassen Sie das Kind lieber im Erdgeschoss schlafen als im ersten Stock. Und am niedrigsten ist die Belastung in der Mitte des Zimmers. Ich verstehe. Draußen ist die Strahlendosis umso höher, je tiefer man sich befindet. Aber im Haus ist es genau andersherum. Weiter unten ist die Dosis geringer. Das kommt daher, dass das Cäsium, das sich auf dem Dach angesammelt hat, die Dosisrate in den Zimmern darunter erhöht. Dankeschön. Danke für den Besuch. So leben die Bewohner der Gegend um Fukushima in dem Bemühen, das Unsichtbare zu sehen, das Ungreifbare zu fassen. Im Geflecht einer Existenz, die man kaum noch Leben nennen möchte. Zieht der Mond gen West, streckt der Kirschblütenschatten sich gen Osten hin, schrieb der Dichter Busson. Aber heute, da die Kirschblütenblätter vom radioaktiven Wind verweht werden und auf kontaminierten Boden fallen, breitet sich ein ganz anderer Schatten aus. In der nahezu allgegenwärtigen Apathie zeichnen sich die Umrisse einer Welt ab, in der die radioaktive Verseuchung ganz leise und unspektakulär zu einem Teil unseres Lebens wird. Ich glaube, wir stehen am Ende eines Politik- und Wirtschaftssystems. Ich war im Laufe des letzten Jahres auf vielen Atomausstieg-Demos. Und dort habe ich gespürt, dass Japan und seine Gesellschaftsstruktur sich verändert haben. Jeder merkt, diese Haltung gibt es nicht mehr, dass man unzufrieden ist und trotzdem schweigt. Oder dass man denkt,
Auch wenn man nichts sagt, wird einen die Regierung schon beschützen und Hilfsgelder schicken. Oder dass man glaubt, die Wirtschaft ist ja stabil, irgendwie wird das schon alles werden. Ich glaube, das hat sich schon seit der Jahrtausendwende angedeutet. Aber vielleicht gibt es wegen der Erdbebenkatastrophe und des AKW-Unfalls jetzt mehr Leute, die so denken. Auf einer Länge von fast 500 Kilometern hat der Tsunami die Küsten der Inselgruppe zerstört. Banken, Krankenhäuser, Geschäfte wurden ausradiert. Schuppen, Häuser, Tempel und Wälder aus Rot- und Schwarzkiefern verschlungen. Boote wurden bis zu 10 Kilometer ins Landesinnere mitgerissen und hinterließen dabei Schneisen der Verwüstung. Hafenanlagen, landwirtschaftliche Einrichtungen und Fabriken schwemmte die Riesenwelle einfach davon. Manche Städte verschwanden buchstäblich von der Landkarte. Entlang der Küste sind immer wieder Stelen zu sehen, einige davon über 600 Jahre alt. Es sind Gedenksteine. Sie erinnern daran, dass ein Tsunami einst bis hierher vorgedrungen ist. Und gleichzeitig warnen sie davor, weiter unten gelegen am Meer zu bauen. Früher sind die Leute nach einem Tsunami erstmal nur bis auf die angrenzenden Hügel zurückgekehrt. Aber im Laufe der Jahre, wenn die Zeit verging und die Welt sich veränderte, dann zogen sie nach und nach wieder weiter in Richtung Meer. Irgendwann vergisst man den Tsunami. Auch diesmal sind sie wieder auf die Anhöhen gezogen, aber im Laufe der Jahre werden sie wieder vergessen. Die Geschichte muss weitergegeben werden, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Auf die Häuser kommt es ja nicht an, aber damit wenigstens die Menschen sich retten können. Sollte das Meer radioaktiv verseucht sein, dann können wir nicht mehr fischen.
Und wenn wir nicht mehr fischen können, dann gibt es in dieser Region keine Einkünfte mehr. Dann können wir hier nicht mehr leben. Der Reaktorunfall in Fukushima hat zu einer massiven Kontamination des Meeres geführt. An den kritischsten Tagen wehte der Wind in Richtung Pazifik. Man schätzt, dass Cäsium-137 in einer Größenordnung von 27 Billiarden Becquerel über das Meer gelangte. Das entspricht der höchsten radioaktiven Meeresverseuchung, die es jemals gegeben hat. Fukushima ist von der einen Seite Ausdruck des Sieges der Modernisierung und der Zivilisation. Nämlich deswegen, weil das die höchst entwickelte Technologie der Energieentwicklung ist. Der ganze Sachverstand der Wissenschaft ist hier verkörpert. Auf der anderen Seite erzeugen wir durch diese fortschrittlichste Technologie, die wir überhaupt bisher in der Menschheitsgeschichte entwickelt haben, Katastrophenpotenziale, die sich unserem Vorstellungsvermögen und unserer politischen Beantwortung entziehen. Das ist das neue Doppelgesicht, das ich Weltrisikogesellschaft nenne. Der Reaktorunfall von Fukushima ereignete sich am 11. März 2011. Gegen 3:15 am Nachmittag kommt es zu einem Erdbeben der Stärke 9. Weniger als eine Stunde später verwüstet ein 15 Meter hoher Tsunami die Reaktorzentrale und zerstört dabei die Kühlanlage. Es ist der Anfang einer langen Reihe von Fehlentscheidungen und Ausflüchten. Durch Lügen, aus Unwissenheit, durch Unterlassung oder aus Berechnung wird der Großteil der verantwortlichen Wissenschaftler und Politiker versuchen, die Situation kleinzureden, statt die Risiken zu reduzieren. Noch am selben Tag verhängt die japanische Regierung den nuklearen Ausnahmezustand. Und am nächsten Tag werden 110.000 Menschen in einem Radius von 20 Kilometern evakuiert. Dieser Bereich wird von der Regierung zur Sperrzone erklärt. Später folgen Hunderttausende aus einem Radius von 30 Kilometern und aus teilweise noch größerer Entfernung. Die Stadt Nami mit ihren 22.000 Einwohnern wurde so innerhalb weniger Stunden zur Geisterstadt. Hier ist das Kernkraftwerk. Hier hat der Unfall stattgefunden. Und in 5 Kilometer Luftlinie von dort befindet sich die Stadtgrenze. Das hier ist Nami. Bei dem Unfall kam es dann ja zu einer Wasserstoffexplosion. Und der Wind wehte in Richtung Nordwest. Die Radioaktivität ist wie eine Wolke mit dem Wind nach Nordwesten gezogen. In diesem Bereich ist die Radioaktivität niedergegangen. Hier überall. Wir sind dann am 12. März von hier in unsere Zweigstelle in Tsushima gezogen und haben dort Zuflucht gefunden, 27 Kilometer entfernt. Was mich daran so empört, ist die Tatsache, dass in der Nacht des 11. März mittels SPEEDY, dem Vorhersagesystem für die Verbreitung von Radioaktivität, Vorausberechnungen angestellt wurden. Auf der Grundlage dieser Berechnungen haben die Mitarbeiter des Ministeriums für Erziehung, Kultur, Wissenschaft und Technologie die wichtigsten Punkte unserer Region überwacht und eigene Messungen vorgenommen. Die Ergebnisse beider Messungen stimmten überein. Wir waren alle im Rathaus und haben rund um die Uhr gearbeitet. Warum also hat uns niemand gesagt, dass es gefährlich wird und dass wir die Stadt lieber räumen sollten, weil die Radioaktivität zu hoch war?
Den direkt umliegenden Gemeinden wurde Bescheid gesagt. Da traf man Vorkehrungen. Aber um uns hat man sich gar nicht gekümmert, weil wir nicht direkt in der Evakuierungszone des Kraftwerks lagen. Es ist eine Tragödie, denn jetzt sind wir verstrahlt. Der radioaktive Niederschlag in der näheren Umgebung verteilt sich sehr ungleichmäßig, wie die Flecken auf einem Leopardenfell. Aufgrund verschiedener Faktoren wie der Windrichtung, der Niederschlagsmenge und der Geländebeschaffenheit ist die radioaktive Belastung in manchen Bereichen wesentlich stärker als in anderen. Hier sind es 5,3 Mikrosievert pro Stunde. Ich hasse Atomkraft. Ich hasse sie. Ich denke immer, die Kernkraft war eine ganz schreckliche Entdeckung. Ein Desaster. Eine menschengemachte Katastrophe. Die Menschen sind dumm. Sie erfinden sowas, ohne richtig damit umgehen zu können. Und dann behaupten sie, alles sei ganz sicher. Während Frau Sato in ihrem Garten ein paar Blumen für einen Strauß pflückt, nimmt sie im Verhältnis zur verstrichenen Zeit eine Strahlendosis auf, die der zulässigen Höchstdosis für Mitarbeiter eines Kernkraftwerks entspricht. Geld allein. Geld allein löst das Problem nicht. Aber was sollen wir verlangen, außer Geld? Im Grunde möchte ich am liebsten, dass alles wieder so wird wie früher. Aber das ist nicht möglich. Da das nicht geht, bleibt nur noch Geld. Eigentlich kann ich damit nicht einverstanden sein. Ich kann mir mit Geld zwar neue Sachen kaufen, aber das, was man nicht anfassen kann, was in meinem Herzen ist, dafür nützt kein Geld. In der ersten Zeit nach dem Unfall, vor allem in den ersten 7 bis 10 Tagen, habe ich ständig darüber nachgedacht, wie weit sich diese furchtbare Situation noch ausbreiten wird. Wie schlimm es noch werden wird. Ich habe darüber nachgedacht und auch mit Experten darüber gesprochen. Einer von ihnen hat mir gesagt, dass es durchaus möglich sei, dass auch die Hauptstadt betroffen sein würde, Tokio. Und dass man in diesem Fall 30 Millionen Menschen evakuieren müsste. So
Diese Möglichkeit hätte in Betracht gezogen werden müssen. Diese Art von, ich würde sagen, offenen Endkatastrophen, Katastrophen ohne Ende und unbegrenzt in ihrem sozialen und auch zeitlichen Sinne, örtlich sozialen und zeitlichen Sinne, machen es schwer, uns auch zum Beispiel mit Hilfe der Statistik darüber zu informieren, wie viele Tote es gibt, wie viele Verletzte es gibt. Wenn man es zuspitzen will, kann man sagen, heute, mehr als 25 Jahre nach Tschernobyl, sind die Verletzten von Tschernobyl noch nicht mal alle geboren. Noch nicht mal alle geboren.変わりないですか?変わりないですか?ああ、これが咲いた。変わりないですか?いつも奥さんは足弱いから出ないんでしょうけど。ね? Dieses eine Jahr ist die Realität. Und ich will mich nicht gegen die Realität wehren. Das kann man ja gar nicht. Mit Worten, mit einfachen Worten lässt sich das nicht ausdrücken. Ich möchte in meiner Heimat bleiben, so nahe an meinem Heimatort wie möglich. Als wir eine provisorische Unterkunft beantragt haben, da waren die Häuser, die der Sperrzone am nächsten waren, ganz besonders gefragt. Denn wenn man in der Nähe bleibt, dann kann man immer auch mal wieder nach Hause, ins eigene Haus zurückkehren und da nach dem Rechten sehen. Obwohl wir wissen, dass es gefährlich ist, können wir einfach nicht weit weg von unserem Heimatdorf. Der Schmerz wäre zu groß. Meine Tochter hat mich gefragt, ob ich nicht zu ihr nach Tokio ziehen will. Aber ich kann nicht zwischen Betonhäusern leben. Deshalb bleibe ich doch lieber in der Nähe. Das ist einfach meine Heimat, mein Dorf. Deshalb will ich in der Nähe bleiben, obwohl ich die Gefahr begriffen habe. Alle reden immer nur von TEPCO. Und natürlich trifft TEPCO auch eine Schuld. Aber der Staat hat doch für die Atomenergie grünes Licht gegeben. Der Staat hat behauptet, alles sei ganz sicher. Und nur auf der Grundlage dieses Sicherheitsmythos hat man immer nur wirtschaftlich argumentiert. Deshalb ist das alles so gekommen. An die Menschenleben hat man nicht gedacht. Das war nicht so wichtig. Menschenleben wurden gegen Geld getauscht. Für diesen Preis müssen wir von jetzt an furchtbar leiden.
人類は時に人類が夕暮れを見つめる権利を奪う。人類は時に人類が朝の空にウィンクする権利を奪う。人類は時に人類がふるさとで生き抜き死する権利を奪う。 人類をどこへ到着し、どこへ出発しようとしているのか。無人の発電所で働き続ける無人ロボットは、それが不思議で仕方がない。黙礼。 Zu den radioaktiven Niederschlägen aus der Wolke über dem Pazifik kommen noch Tonnen von radioaktivem Wasser, die aus der Reaktorzentrale ins Meer gelangt sind. Aus unzähligen Lecks, von denen heute noch nicht ganz klar ist, ob sie wirklich abgedichtet sind. In Watari, rund 100 Kilometer nördlich der Reaktorzentrale, beginnt mit dem Frühlingsanfang die Fischereisaison. Mehr als ein Jahr nach der Katastrophe ist das Meer trotz des Verdünnungseffekts immer noch stark kontaminiert. Die Radioaktivität zieht sich von den Sedimenten über das Plankton und die Meeresbodenbewohner bis zu den Fischen durch die gesamte Nahrungskette. Hier sind es etwa 96 Becquerel. Ab 80 Becquerel darf der Fang nicht mehr verkauft werden. Die Fische kommen also nicht auf den Markt. 17,6. TEPCO. Der Betreiber des Kernkraftwerks entschädigt die Fischer nach Gewicht für ihren radioaktiven Fang. Die Fische werden zurück ins Meer geworfen. Auch wenn man Grenzwerte festsetzt, für Milch, für Reis, für Fisch, die Menschen, die das essen, nehmen ja die Summe der gesamten Radioaktivität auf. Die Werte addieren sich. Wenn man solche Werte hört, muss man sich immer fragen, für wen gelten die? Wenn sie für mich gelten, dann ist alles gut. Ich bin ja schon 84 Jahre alt. Aber wenn sie für ein zweijähriges Kind gelten sollen, dann ist das inakzeptabel. Man darf es sich also nicht so einfach machen. Die Entscheidungen, die man trifft und die Grenzwerte, die man festsetzt, das sind wirtschaftliche Grenzwerte und keine medizinischen. Für Cäsium müsste der Grenzwert eigentlich bei 0 Becquerel liegen. Das wäre korrekt.
Direkt nach dem Tsunami, da habe ich erstmal nur an die Arbeit gedacht. Ich wollte möglichst bald wieder arbeiten und habe alles dafür getan. Aber jetzt weiß ich nicht, wie das mit der Radioaktivität weitergehen soll. Auf dem Fischmarkt in Tokio nehmen sie keinen Fisch mehr aus Miyagi. Ich weiß nicht, wie es für mich weitergehen soll. Tja, wenn die Radioaktivität nicht wäre, hätte ich all diese Sorgen nicht. Das wahre Problem der Dekontaminierung liegt nicht in der Menge, sondern allein in der Radioaktivität, die im Schutt enthalten ist. Sie ist überall und wird nirgendwo sichtbar. Verbrennen, vergraben, lagern. Jede Lösung ist problematisch. Unsichtbare Substanzen, die noch einige Jahrzehnte bis mehrere Jahrtausende lang schädliche Strahlung aussenden, lassen sich auf diese Weise nicht loswerden. Das unlösbare Problem der Dekontaminierung bringt das große Tabu der Atomkraft zutage, das ständig unter den Teppich gekehrt wird. Die Wiederaufbereitung des Atommülls. Fukushima ist kontaminiert. Aber womit? Was man da misst, sind wahrscheinlich nur die Cäsium-Isotope. Und damit hat sie es dann. Es gibt aber mit Sicherheit auch noch andere Isotope, Strontium und vielleicht Fragmente von Uran, Plutonium oder anderem. Sie sind da, aber in Form von winzigen Partikeln, die der Wind aufwirbelt und die man dann zusammen mit dem anderen Staub in der Luft einatmet. So gelangt das alles in den Organismus. All das existiert in Fukushima. クラクション。 人類の幽霊。 Der Kampf geht in alle Richtungen, ohne dass ein Ende absehbar wäre. Die Radioaktivität kommt aus den Bergen, aus der Luft, aus dem Meer. Sie verteilt sich mit dem Wind, den Flüssen, mit dem Regen. Neue Begriffe verbreiten sich und sind wie tödliche Partikel in aller Munde. Cäsium, Jod und Strontium, Substanzen, die bei der Kernspaltung entstehen. Oder Gase wie Xenon und Krypton. Substanzen, die sich leicht in der Atmosphäre verbreiten. Die Herausforderung besteht jetzt darin, die Gefahr zu orten, sie einzudämmen, sich zu schützen. In den kontaminierten Gegenden hat sich der Mythos von der sicheren Atomkraft schon lange verflüchtigt. Manche sagen ja, dass, sobald die Flüsse über die Ufer treten und das Gebiet überschwemmen, alles nochmal dekontaminiert werden muss. Was sagen Sie dazu?
Ich glaube auch, dass man das wiederholen muss. Wenn auf einem Kinderspielplatz zum Beispiel die Strahlendosis über einen bestimmten Zeitraum ansteigt, dann muss er wieder dekontaminiert werden. Anders geht es nicht. So sieht die Realität im Kampf gegen die Radioaktivität aus. Was muss denn Ihrer Meinung nach jetzt unbedingt getan werden? Können Sie mir das sagen? Zuerst einmal muss festgestellt werden, wie weit sich die Kontaminierung erstreckt und wie hoch die Strahlendosis in der Luft ist. Wenn der Boden verseucht ist, dann sind es auch die Feldfrüchte. Die Strahlendosis wirkt direkt auf den menschlichen Körper ein. Wichtig ist jetzt also erst einmal, die Menge der radioaktiven Strahlung zu messen. Daraus lassen sich Kontaminationskarten mit Strahlentrassen erstellen. Darauf können Sie sehen, wo die Belastung hoch ist. Orte mit besonders hoher Strahlung sollten Sie meiden. Falls sich die Strahlung gleichmäßig ausbreitet, muss die jetzige Situation genau protokolliert werden. Es müssen regelmäßige Messungen durchgeführt werden und die Werte müssen beobachtet werden. Wenn sie steigen, muss wieder dekontaminiert werden. Ich denke, mit dieser Methode erzielt man die beste Wirkung bei möglichst geringem Aufwand. Wie misst man das Unmessbare? Wie berechnet man das Unberechenbare? Man braucht dazu eine kaum realisierbare Karte. Ein quasi unendlich feines Raster. Darüber schwebt wie ein Geist das Rätsel um die kleinen Dosen, von denen bis heute kein Experte sagen kann, wie schädlich sie sind. Bisher wurde auch bei den Langzeitfolgen von Hiroshima und Nagasaki vor allem untersucht, welche Folgen es hat, wenn man einmal einer großen Strahlendosis von außen ausgesetzt ist. Aber in Tschernobyl war es letztendlich nicht die direkte Strahlung von außen, sondern die Radioaktivität von innen durch die Nahrungsmittel, die zu Langzeitfolgen führte. Dort ist heute noch alles verseucht, auch die Menschen sind immer noch kontaminiert. Weil wir das wissen, untersuchen wir nun dort, was passiert, wenn ständig geringe Mengen an Radioaktivität in den Körper gelangen, wie der Körper sich dadurch verändert, welche Krankheiten dadurch entstehen. Diese Langzeitfolgen kann man ja nur in Tschernobyl untersuchen. Prima. Das war's. Setz dich kurz da drüben hin. Ich drucke die Ergebnisse aus. Der Wert für Jod liegt bei 0. Cäsium 134 bei 5568. Cäsium 137 bei 0. Der Wert kann bei 0 liegen? Ja, sicher, das kommt vor. Das liegt alles bei 0? Ja, das ist zwar selten, aber es kommt schon mal vor. Das hier sind sehr niedrige Werte. Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wenn das in den Körper gelangt, dauert es 2 Jahre, bis es abgebaut ist, oder? Es dauert 60 Tage. Wenn man keine kontaminierten Lebensmittel isst, dann wird die Radioaktivität stetig abgebaut. Sie müssen ab jetzt vor allem auf die Lebensmittel achten. Für mich ist die Lage, in der wir uns gegenwärtig befinden, ein Ausdruck dafür, dass wir uns in einem neuen Zeitalter befinden, was die Radioaktivität angeht. Da hat sich was geändert. Es werden kaum noch Produkte aus der Präfektur Fukushima gekauft. Letztendlich ist der Unfall zwar in Fukushima passiert, aber die umliegenden Gebiete sind ebenso kontaminiert. Verseuchte Lebensmittel aus diesen Regionen kommen unkontrolliert in den Handel. Damit könnte sich die radioaktive Verseuchung auf das ganze Land ausweiten.
Vielleicht sind die lokalen Umweltprobleme und die weiterreichenden Folgen des AKW-Unfalls ein und dasselbe. Ich fürchte, es wird möglicherweise auch an unerwarteten Stellen Opfer geben. Der Befund ist niederschmetternd. Die verwüstete Landschaft wirft Fragen nach dem Scheitern eines Systems auf. Der Unfall in Fukushima wurde durch das Erdbeben und den Tsunami vom 11. März verursacht. Aber die Gründe liegen ganz woanders, nämlich in den vielen Schwachstellen im Umgang mit der Atomkraft. Risiken wurden kleingeredet, Informationen zurückgehalten. Die Bilanz? Exorbitante finanzielle, ökologische Schäden und menschliche Verluste. Das Erdbeben hat nur die Risse, die Spalten, die Schwachstellen eines Systems offengelegt, dessen Arroganz nur noch von seiner Verblendung übertroffen wird. Wie ist es den Japanern eigentlich möglich, auf der einen Seite eine so klare Ablehnung der Atomwaffen zu verkünden und auch zu praktizieren, aber auf der anderen Seite völlig unbefangen massenhaft Kernkraftwerke zu erzeugen und auf den japanischen Inseln zu verbreiten, ohne wahrzunehmen, dass möglicherweise dasselbe Katastrophenpotenzial auch in diesen Kernkraftwerken herrscht. Das ist eine Frage, die mich bis heute bewegt. Wie das eigentlich möglich war, dass man diese klare Trennung zwischen Hiroshima und Fukushima macht. Would be more than willing. It would be proud to take up with others principally involved the development of plans whereby such peaceful use of atomic energy would be expedited. Against the dark background of the atomic bomb, the United States does not wish merely to present strength, but also the desire and the hope for peace. President Eisenhower in conceiving Atoms for Peace. Als Präsident Eisenhower seine Rede mit dem Titel Atoms for Peace schrieb, dachte er mit Sicherheit an die allgemeine weltweite Furcht, vor allem in den 50er Jahren, der Zeit des Wettrüstens zwischen den USA und der Sowjetunion. Und er wollte, dass die USA nicht so dastanden, als ob sie nur Bomben bauen konnten und nichts als Bomben. Mit Atoms for Peace wollte er zum Teil auch zeigen, wie die Propaganda es damals tatsächlich formulierte: Das Atom ist unser Freund. On the first day of November 1955, the United States Atoms for Peace exhibition opened in Hibiya Park, Tokyo. America's ambassador to Japan, John M. Allison, conveyed a message from President Eisenhower that the exhibit stands as a symbol of our country's mutual determination that the great power of the atom shall be dedicated to the arts of peace. Matsutaro Shoriki,
now chairman of Japan's Atomic Energy Commission, termed the exhibit an historic curtain raiser on the atomic age in Japan. Als Präsident Eisenhower Ende 1953 sein Amt antrat, war ihm bewusst, dass die Sowjetunion die zivile kommerzielle Nutzung der Atomkraft vorantrieb und bereits versuchte, Reaktoren nach Europa zu verkaufen. Wir wollten nicht, die amerikanische Wirtschaft wollte nicht, dass die Sowjets diese anscheinend sehr lukrative Geschäftschance ergriffen und Atomkraftwerke verkauften. Genau wie Geld stinkt auch die Radioaktivität nicht. Hinter den Propagandabildern lässt sich die Kehrseite dieser hypnotischen Welt erahnen. Die industrielle, militärische und kommerzielle Bedeutung der Atomenergie. In den Geschäften ist die Rückverfolgbarkeit zum großen Schlagwort geworden. Auf jeder Verpackung wird der Herkunftsort der Lebensmittel angegeben. Es wird getestet, nachgeprüft, analysiert. Vor dem Verkauf misst man die Radioaktivität aller Lebensmittel. Eine akribische, endlose Überwachung, wie die Katastrophe selbst, von unabsehbarer Dauer. Wir wollen die unsichtbare Radioaktivität sichtbar machen, ordentlich messen und korrekt informieren. Wenn wir die Kunden persönlich ansprechen und ihnen Hilfestellung geben, stellen wir eine Beziehung zu ihnen her und sie können Vertrauen aufbauen. Die Atomkraft betrifft ja nicht nur Fukushima, denn wir haben ja das Atomzeitalter selbst eingeläutet und tragen die Verantwortung. Daher müssen wir uns zusammen etwas überlegen. Es gibt schon viele Bürgerinitiativen, die können wir unterstützen. So wie unsere Väter und Mütter, unsere Großväter und Großmütter vor 30 oder 50 Jahren in den Bergen Bäume gepflanzt haben, so müssen auch wir unseren Kindern in 30 oder 50 Jahren Heimatorte hinterlassen, an denen sie leben können. Das ist unser aller Verantwortung.
Wir haben mit dem Traktor die Felder 25 bis 30 Zentimeter tief umgegraben. Wir hatten überlegt, wie wir das Cäsium an der Oberfläche einschließen können. In den obersten 5 Zentimeter messen wir derzeit etwa 10.000 Becquerel. Wir haben die dreifache Tiefe, also die oberen 15 cm, dreimal umgepflügt und dadurch die Belastung gleichmäßig auf 15 cm verteilt. Nur mit dem Pflug konnten wir also das Cäsium zerstreuen. Und weil wir es tiefer in den Boden gebracht haben, ist die Belastung nun wirklich gering. Viele Bauern haben nach der Atomkatastrophe von Fukushima ihren Beruf an den Nagel gehängt. Diejenigen, die weitermachen, erfinden Notlösungen, die sich zwischen List und Pfusch bewegen. Das Schreckgespenst der Radioaktivität lauert überall. In gurgelnden Bächen ebenso wie in der Kühle der friedlichen Reisfelder. Die Strahlenverseuchung ist ein gutes Beispiel, dass die Expertenrationalität in einer Weise herausgefordert ist, die dem Phänomen nicht angemessen ist. Es gibt sehr unterschiedliche Theorien und gleichsam auch Linien, in denen Experten die Verseuchung interpretieren. Das ist in der Wissenschaft nicht unüblich. Theorien werden aufgestellt und widerlegt. Es gibt alternative Theorien. Aber im Fall der Verseuchung ist das natürlich ein enormes Problem. Beispielsweise völlig unterbelichtet sind die niedrigen Grade der Verseuchung. Darüber gibt es wenig Befunde. Auch die Summeneffekte der Verseuchung spielen kaum eine Rolle bisher in der Forschung, weil man sie sehr stark individualisiert und an Einzelfänomenen festmacht. Das macht darauf aufmerksam, dass die Expertenrationalität in Widersprüche gerät. Zuerst habe ich mir natürlich große Sorgen gemacht, weil wir evakuiert werden mussten. Aber dann, bei unserer Rückkehr, war ich wirklich sehr beunruhigt. Ich verstand die Situation nicht und fragte mich, wie wir bloß an einem Ort, der mitten im Kontaminationsgebiet liegt, 4 Kinder großziehen sollten. Naja, mit der Zeit fielen die Strahlenwerte. Es wurden verschiedene Lebensmittel getestet und die enthielten weniger Radioaktivität als befürchtet. Auch unsere innere Strahlenbelastung war niedriger, als wir es uns vorgestellt hatten. Und da dachte ich dann nicht mehr, dass es besser wäre, hier alles zurückzulassen und woanders hinzugehen. Das trage ich seit diesem Erdbeben. Das haben wir eine Weile nach dem Erdbeben bekommen. Das habe ich immer um. Vorher war das hier aus Plastik, jetzt haben sie es geändert. Jetzt sieht es so aus. Und damit wird ständig gemessen. Das misst die Radioaktivität. Hm.
Naja, man zweifelt natürlich ständig, ob wirklich alles in Ordnung ist. Wir lassen regelmäßig die Schilddrüse untersuchen und die innere Strahlenbelastung bestimmen. Wie das Cäsium sich verhält, das wird vielleicht schon bald erforscht. Aber natürlich wissen wir nicht, ob die Ergebnisse uns beruhigen oder eher beunruhigen werden. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns regelmäßig untersuchen zu lassen, die Situation im Auge zu behalten und ganz normal weiterzuleben. Der Mut und das Engagement der japanischen Frauen haben mich sehr beeindruckt. Die Männer reagierten sehr viel gedämpfter und unbeteiligter. Es ist auch gar nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sich in der Gesellschaft die Frau verantwortlich fühlt für das Kind, das sie austragen wird, oder das Kind, das sie aufziehen wird. Daher sind diese Frauen sehr engagiert und sie achten auch auf die Details. Sie nehmen sehr ernst, was passiert ist. Ich hege große Bewunderung für diese Frauen, für ihren Mut, ihr Engagement und ihre Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen, mit einer gesunden Neugier auf die relevanten Probleme. Wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, will ich in eine andere Präfektur ziehen. Das denke ich die ganze Zeit. Aber aufgrund verschiedener Umstände bleibt mir nichts anderes übrig, als hier zu bleiben. Ich möchte im Moment auch mein soziales Umfeld nicht verlassen. Dabei denke ich aber die ganze Zeit, wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich gern woanders hingehen. Solange ich eine leise Hoffnung habe, kann ich nicht einfach schweigend alles über mich ergehen lassen. Ich muss alles tun, was ich tun kann, um meine Kinder zu schützen. Jetzt sind schon 1,5 Jahre vergangen, aber ich habe mich innerlich immer noch nicht entschieden. Ich versuche einfach weiterzumachen. Wenn ich an meine beiden Söhne denke, dann frage ich mich als Mutter schon, ob wir wirklich hierbleiben sollten. Es klingt komisch, wenn ich sage, dass mir egal ist, was aus mir wird. Aber ich denke nicht an mich, sondern zuerst mal an die beiden Kinder. Bei jedem Lebensmittel frage ich mich, ob sie das essen können. Beim Gemüse, beim Reis, beim Wasser, bei allem, was sie essen oder trinken. Und wenn sie nach draußen gehen, mache ich mir Sorgen wegen des Staubs und wegen der Erde. Nicht hinsetzen, nicht anfassen. Dauernd muss ich ihnen sowas sagen. Ich kann bald nicht mehr. Jetzt, nach 1,5 Jahren, will ein Teil von mir am liebsten alles vergessen. Aber wir können hier nicht weg. Wenn ich meine Söhne frage, dann sagen sie, sie wollen die Schule nicht wechseln. Sie wollen nicht von ihren Schulfreunden fortgehen. Sie wollen immer auf dieser Schule bleiben. Diese Gefühle sind sehr stark bei ihnen. Deshalb können wir nirgendwo hingehen. Aber ich muss doch auch an die Gesundheit der Kinder denken. Als Mutter gerate ich da in eine Zwickmühle. Dauernd kommen mir Zweifel. Einmal haben sie Mickey Mouse hier auftreten lassen, damit sie allen sagen konnte, Fukushima geht es gut, die lassen sich nicht unterkriegen. Ich fand das völlig fehl am Platz. Aber da ich Kinderpflegerin bin, ging ich mit den Kindern auch dorthin. Dort, wo die Kinder sich hinsetzen sollten, habe ich dann 10,6 Mikrosievert gemessen. Niemand tut was für uns. Aber als das taiwanesische Fernsehen hier mal eine Reportage gedreht hat, da habe ich mich selbst verpflichtet gefühlt zu sagen, es ginge uns gut. Ich habe mich dabei sehr unwohl gefühlt. Ich habe 2 Töchter von 24 und 17 Jahren und ich habe ihnen gesagt, es tut mir wirklich leid. Aber bekommt bitte keine Kinder. Ich habe mich entschieden, wegen der gesundheitlichen Konsequenzen die Verwaltung zu verklagen.
In einigen Jahrzehnten kommt da nämlich garantiert noch was nach. Wenn ich jetzt nicht kämpfe, dann werde ich es später mal bereuen.福島は私たちです。私たちは福島です。避難する皆さん、身を切る辛さでふるさとを離れていく皆さん、必ず戻ってきてください。福島を失っちゃいけない。東北を失っちゃいけない。夜の深さに、闇の広さに、未明の冷たさに耐えていること。私は 一生忘れません。明けない夜はない。 Die Mitarbeiter der großen Medien halten sich oft für die Elite. Schließlich haben sie täglich mit wichtigen Funktionären, Politikern oder Vorständen großer Unternehmen zu tun. Solche Leute sind ziemlich gute Informationsquellen. Da fühlt man sich irgendwann, als gehöre man dazu. Bei den Wissenschaftlern, die wir interviewt haben, war das auch nicht anders. Schließlich sind sie in Japan echte Koryphäen. Um sie dreht sich alles. Und wir dachten, sie würden uns die richtigen Informationen liefern. Anders als andere Wissenschaftler, die weniger im Rampenlicht stehen. Und wieder fühlten wir uns, als gehörten wir dazu. Aber hinter den Kulissen stimmte das gar nicht. Ein Großteil von ihnen hatte so eine Situation nicht für möglich gehalten. Und als sie tatsächlich eintrat, gaben viele Wissenschaftler völlig unsinnige Kommentare dazu ab. Deshalb gibt es für uns hier großen Anlass zur Selbstkritik. Denn wir waren ein Teil dieses Systems. Unsere Unterstützung für Fukushima darf sich nicht nur auf schöne Worte beschränken, sondern wir selbst müssen die Atomkraft weiter hinterfragen. Dann erst kommt die Unterstützung auch an. Fukushima ist immer noch krank. Wir wissen immer noch nicht, ob TEPCO der Situation gewachsen ist. Wir haben kein Budget. Wir können nichts unternehmen. In Fukushima gibt es jeden Abend Erdbeben. Wenn es zu einem etwas größeren Erdbeben kommt, dann wird auch Tokio betroffen sein. Das ist nur für eine Generation eine gute Idee. Nur für eine Generation. Die Bevölkerung wächst. Es werden neue Straßen gebaut. Etwa 30 Jahre lang steigen die Einkünfte. Doch wenn das alles vorbei ist, bleibt nur noch das Wrack gigantischer Kernkraftwerke. Und weil wir in Japan kein Endlager für die nicht mehr benötigten Brennstoffe haben, bleiben auch die übrig. Wenn Sie also nur an Ihre eigene Generation denken, dann bitte, bauen Sie Kernkraftwerke. Der Mensch kann die Kernenergie nur sehr schwer beherrschen.
Es ist vielleicht nicht unmöglich, aber unvereinbar mit der Demokratie. Als Premierminister Kan das Kernkraftwerk in Hamaoka stilllegen wollte, hatte er fast gar keine legale Handhabe dafür. Der Premierminister musste es eigenmächtig entscheiden und befehlen. Als er von der Belegschaft des Kernkraftwerks forderte, vor Ort zu bleiben, war es genauso. Das passt nicht mit den Grundrechten zusammen. In diesem Sinne stehen die Kernenergie oder auch Atomwaffen unweigerlich im Widerspruch zur Offenlegung von Informationen und zur Demokratie. Ich bin der festen Überzeugung, das funktioniert nur mit großer Macht, mit einer Macht, die über alle Gesetze hinausgeht. Vor dem Krieg war es etwas ganz Normales, für sein Land das Leben zu lassen. So wurde man erzogen und das wurde auch ganz selbstverständlich befohlen. Nach dem Krieg aber vollzog sich ein Wandel in Japan. Es wurde nicht mehr verlangt, das eigene Leben für sein Land zu opfern. Oder vielmehr, man brauchte das nicht mehr zu tun. Zu solchen Situationen kam es gar nicht mehr. Als es dann darum ging, ob TEPCO sich zurückziehen sollte, da waren die Mitarbeiter wirklich bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und bis zum Äußersten zu gehen. Für mich war es sehr schwer zu entscheiden, inwiefern ich als Premierminister sagen durfte oder sogar sagen musste, dass ich wollte, dass sie das tun. Bevor es am 11. März zu dem Unfall kam, hatten die Energieversorger über eine lange Zeit, 10 bis 20 Jahre lang, einen ganz besonderen Status unter den Privatunternehmen inne. Von der Rechtsform her waren es Privatunternehmen. Aber tatsächlich ging ihre Macht darüber hinaus. Die Preise beispielsweise konnten sie einseitig festlegen, wenn sie mehr Gewinn machen wollten. Auf gewisse Weise hatten sie, wie vor dem Krieg die Armee, unbemerkt die politische Macht ergriffen und alle Gegner mundtot gemacht. Der Staat hat Fukushima fallen gelassen. Nur weil er den Opfern keine Entschädigung zahlen will, weil das seinen Bankrott verursachen würde, verzichtet er darauf, Leben zu retten. Um den Unfall kleinzureden, wird immer noch behauptet, es sei alles in Ordnung. Es leben Kinder an Orten, die stärker verstrahlt sind als die atomare Sperrzone. Wir fordern, dass etwas unternommen wird. Wir sind wütend. Und deshalb sind heute so viele Menschen hier zusammengekommen. Wir müssen diese Bewegung, die hier entstanden ist, am Leben halten. Denn wenn sie niedergeschlagen werden sollte, dann ist Japan am Ende. Dass sie nicht nach der Ursache von Fukushima forschen, dass schon von Wiederinbetriebnahme geredet wird, obwohl die Untersuchungen noch gar nicht abgeschlossen sind, das macht mich wütend. Bisher war ich noch nie auf einer Demo, aber diesmal muss ich einfach Nein sagen. Ich wäre sogar bereit, dafür mein Leben zu riskieren. Deswegen bin ich heute hier.
Auch in Tokio sind die Lebensmittel kontaminiert. Die Erwachsenen müssen sich damit abfinden. Aber wie sollen die kleinen Kinder und die zukünftigen Mütter dem entkommen? Die ganze japanische Inselkette steckt in einer Sackgasse. Und jeder muss wissen, dass diese Situation ganz und gar nicht normal ist. Ständig erfahren wir Kränkungen. Und gerade heute wird uns das bewusst. Und deshalb kommen wir hier zusammen. Wir müssen die Pläne der Regierung vereiteln. Wenn ich sie alle heute hier vor mir sehe, dann glaube ich von ganzem Herzen daran, dass uns das gelingen wird. Dass wir den Schrecken und die Kränkungen der Atomenergie überwinden und ein freies Leben führen können. Es ist nur Strom. Wenn es nur um Strom geht, warum sollen wir dafür unser Leben riskieren? Keeping silent after Fukushima is barbaric. Mein Grundsatz lautet, nach Fukushima zu schweigen, ist barbarisch. Japan hat in den letzten 50 Jahren ein wahres nukleares Imperium aufgebaut. Glücklicherweise war ich nicht direkt daran beteiligt, aber durch unseren Wohlstand habe ich wohl auch davon profitiert. Das muss ich selbstkritisch zugeben. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, Strom zu erzeugen. Wir müssen nicht waghalsig auf die Kernkraft mit ihrem großen Gefahrenpotenzial setzen. Das Risiko ist einfach zu groß. Eigentlich merkwürdig, dass wir der Atomenergie diesen Stellenwert gegeben haben, obwohl sie nur eine von vielen gleichwertigen Alternativen ist, wie die thermische Stromerzeugung, Wasserkraft, Sonnenenergie oder Windkraft. Nach der Erfahrung des Atomunfalls am 11. März hat sich meine Einstellung um 180 Grad gedreht. Letzten Endes ist es doch der Mensch, der die Geräte bedient, und kein Mensch ist ohne Fehler. Also kann es keine absolute Sicherheit geben. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es absolute Sicherheit nur dann gibt, wenn man sich nicht auf die Atomkraft verlässt, wenn man keine Kernkraftwerke betreibt. Mein Enkel. Am Fuß der Berge sammelt sich die Radioaktivität. Dort versucht man trotzdem zu leben, unter dem Joch der Dosimeter. Hinter der lächerlichen Mauer aus Wasserflaschen, die die radioaktiven Elemente absorbieren sollen. Wir haben viel diskutiert, ob die Kinder sich bei dieser Hitze im Pool abkühlen dürfen. Ob es wohl ungefährlich ist, im Pool zu spielen. Auch draußen im Park sind wir höchstens eine halbe Stunde mit den Kindern. Das haben wir vorher mit den Eltern abgesprochen.
Wir haben uns auf eine halbe Stunde geeinigt. Darauf, eine halbe Stunde in den Park zu gehen. Jeden Tag müssen wir Entscheidungen treffen und uns darauf einigen, was für die Gesundheit der Kinder gut ist. Niemand kann sagen, das ist in Ordnung und schon gar nicht, das ist unbedenklich. Um hier zu leben, müssen wir Tag für Tag immer wieder solche Kompromisse finden. Durch Versuch und Irrtum. Die Katastrophe ist ein Baum, der sprießt, sagt man in Tschernobyl. Aber manchmal blitzt zwischen den Zweigen des Kirschbaums in Fukushima eine Hoffnung auf. Die Hoffnung, dass wegen des Ausmaßes der Katastrophe, der ungeheuren Bedrohung und des wirtschaftlichen Wahnsinns sich endlich Stimmen erheben und sich Gehör verschaffen.